Herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Und ich werde jetzt gleich mal ein Ständchen singen. Happy Birthday to me, happy Birthday to me. Okay, ich höre schon auf. Hallo, herzlich willkommen. Es ist jetzt genau ein Jahr her. Willkommen zur Jubiläumsfolge, ein Jahr Mediale Energetik Podcast. Wie cool ist denn das? Genau 52 Wochen bzw. 52 Videos ist es her. Das heißt, seit einem Jahr mache ich den Mediale Energetik Podcast und es freut mich, dass du dabei bist. Und ich möchte zu diesem Jubiläumsvideo jetzt erst einmal mich herzlich bei dir bedanken für deine Likes, für deine Abos am Kanal. Der Kanal ist unglaublich gewachsen in diesem einen Jahr und ich freue mich, dass ich über diese Art auch Leute erreichen kann und hoffentlich auch inspirieren kann. Heute ist das Thema Geburtstag und ich möchte kurz etwas aus meinem Leben erzählen, einen persönlichen Schwank aus meinem Leben. Ich liebe ja Geburtstagsfeiern. Vielleicht hat das angefangen, weil ich das als Kind schon immer cool gefunden hatte, wenn man Freunde eingeladen hat und da gab es ein Halligalli und man konnte lange spielen und teilweise die Erwachsenen sind dann im Wohnzimmer gesessen, haben sich lange unterhalten, die Kinder durften länger aufbleiben und es gab immer coole Geschenke und ich mag einfach feiern und ich mag auch Leute einladen, das gefällt mir einfach. Da habe ich eine Freude dran und ich finde das super. Und ich habe diese Tradition auch gehalten, also ich schmeiße da jedes Jahr wirklich coole Geburtstagspartys und also ich finde sie zumindest cool, Hauptsache ich habe Spaß dabei, aber die Leute kommen wieder, also ich denke, ganz verkehrt wird es nicht sein. Und deshalb jetzt ganz kurz, ich habe heute nicht Geburtstag, natürlich nur der Podcast, aber wenn man so ein Jubiläum hat, es ist ja eine Zeiteinteilung, ein Jahr ist vergangen, ein herausforderndes Jahr durchaus, also sowohl geschäftlich als auch privat natürlich auch für viele, wirtschaftlich ein schwieriges Jahr, für manche auch gesundheitlich ein schweres Jahr und es ist geschafft. Und ich möchte nach jedem Jahr immer wieder sagen, hurra, wir leben noch. Und das meine ich jetzt nicht zynisch, sondern im positivsten, innersten Kern. Das Jahr ist jetzt vorbei und das Neue kann kommen. Und je mehr man es natürlich schafft, in der Gegenwart sein, umso mehr kann man das dann auch genießen, hoffentlich. Und ich wünsche dir auch, dass du dieses neue Jahr hoffentlich genießen kannst und dass wir uns auch öfter sehen. Und nachdem ja das jetzt dein Geburtstag ist, dieses Format, ja, dieses Podcast-Formats, möchte ich dir auch ein Geschenk machen. Und zwar lade ich dich dazu ein, mir einfach mal deine Lieblingsthemen in die Kommentare zu schreiben und ich mache gerne in den nächsten Podcasts Videos darüber. Und ich möchte einfach ein paar Themengebiete vorschlagen, weil das oft einmal schwierig ist. Was macht denn der RNE alles? Du hast ja vielleicht mitgekriegt, also Astrologie ist ein großer Bereich, den ich da jetzt nur gestreift habe bis jetzt in dem Podcast. Es gibt auch viele Astrologie-Videos, also die kannst du dir mal anschauen. Die werde ich auch in Zukunft noch ausbauen. Dann kannst du mich über systemische Sachen fragen, Familienthemen, Firmenaufstellungen, solche Sachen, also aus der Gestalttherapie heraus, da kann ich dir verschiedene Sachen, verschiedene energetische Blickwinkel anbieten. Alles über die Chakren, über die Aura natürlich, über die Hellsinne natürlich, über das Unterbewusstsein, das innere Kind, wie man damit am besten arbeitet. Man kann natürlich auch über das Karma, über das vergangene Leben kann ich gerne mal was machen, falls dich das interessiert. Wir können über Naturwesen, geistige Helfer, Führer etwas machen, über die aufgestiegenen Meister. Sind so Sachen, wo ich mich beschäftigt habe mit den Erzengelsprays, Aurasprays, mit energetischen Hilfsmitteln, mit dem Pendeln, mit dem Channeln, mit den Klangschalen. Also es gibt wirklich, glaube ich, kaum ein Gebiet, das ich nicht besucht habe schon in meinen Arbeiten, beziehungsweise wo ich mich auch, ich will jetzt nicht sagen auskenne, aber ich glaube nach 20 Jahren, wo ich das hauptberuflich mache und mich ständig weiterbilde, kann ich schon sagen, ja, ich kenne mich da auch aus. Und wenn ich mich nicht auskenne, rede ich nicht drüber, beziehungsweise würde ich mich einlesen, bevor ich drüber rede.
Die Mysterienlehre, also die christliche Mystik, jüdische Mystik, sind auch so Gebiete, die mich immer wieder faszinieren und die ich vom Herzen her liebe. Und wenn du ein Thema weißt, dann sag's mir einfach. Schreib es in die Kommentare, schreib mich an und ich bereite das gerne vor und auch auf. Ein Jahr mediale Energetik-Podcast. Yeah, feier. Und es ist ein Jahr, das ich ohne dich nicht geschafft hätte, das ohne dich nicht möglich gewesen wäre, ohne deine Likes, ohne dein Teilen, ohne deine Mitarbeiter am Kanal auch. Also herzlichen Dank nochmal. Ich hoffe, ich kann auch bald wieder Leute live in meiner Praxis bei Kursen begrüßen und natürlich auch zu Einzelsitzungen. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz. Und wir haben ein Jahr mediale Energetik-Podcasts gemeinsam geschafft. Ich freue mich auf die nächsten Jahre. Wünsche dir auch alles Gute zum Geburtstag dieses Formats und schreib mir einfach, was du noch sehen möchtest. Bis bald, alles Liebe aus Linz, dein Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe.